Herzlich willkommen allen zusammen zum Hackabschor Fantalk nach unserem zweiten Heimspiel. Heute gegen den VfB Lübeck mit einem Ergebnis, das wir uns heute so natürlich nicht gewünscht haben. 1:2 hieß es am Ende vor einem ausverkauften Grünwalder Stadion. Ich habe unsere 37 Marlon Frei dabei. Erstmal schön, dass du da bist. Servus Marlon. Servus, hallo, freut mich. Danke. Wir fangen mal mit Positivem an, sage ich jetzt mal. Es war dein Heimdebüt am Giesinger Berg und ich glaube, die Stimmung war zumindest die erste halbe Stunde und ja, auch Teil der zweiten Halbzeit prächtig. Wie hast das du heute auf dem Platz erlebt, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis? Ja, ich glaube, der Moment, wo wir schon zum Barbach rausgekommen sind, es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Habe ich selten so erlebt, dass man so empfangen wird. Ja, ich habe mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, bin trotzdem glücklich, heute mein erstes Spiel zu machen. Und ja, hoffe, dass wir dann am Samstag die nächste Runde haben. Es war, also beim 1:0 habe ich gedacht, das Stadion explodiert, da war die Euphorie natürlich riesig. Wie erklärst du dir, dass es danach so einen richtigen Bruch auch im Spiel gab? Ich meine, da saßt du noch auf der Ersatzbank, wurdest aber dann relativ zeitnah eingewechselt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube mit dem 1:0, die Stimmung war top. Wir waren eigentlich gut im Spiel, hatten da vorher auch noch eine gute Chance mit Joel. Ja, ich hatte dann das Gefühl, dass wir ein bisschen passiver geworden sind. Dann hat Lübeck halt auch die Chance so ein bisschen gespürt, hat dann den Ausgleich gemacht. Und relativ schnell dann das zweite Ding hinterher. Dann ist natürlich bitter, dann ist man auch als Mannschaft geschockt, weil man dann auf einmal dem Ergebnis hinterher rennt. Ja, heute sah es tatsächlich auch ein bisschen schwerfälliger aus, als das Ganze in Duisburg am Fernseher zu beobachten war. War der VfB Lübeck, waren die so gut eingestellt oder hatten die sich so gut auf euch auch eingestellt? Haben die euch so gut studiert? Wie konnten die so gut Paroli bieten? Ich weiß nicht, ich glaube, als Aufsteiger ist man immer eklig, man ist, kommt über die Mentalität, so wie wir es die letzten zwei Spiele auch gemacht haben. Ich muss ehrlich sagen, dass wir heute ein bisschen ungenau im Ballbesitz waren, vor allem im letzten Drittel, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich noch die eine oder andere bessere Möglichkeit vorgestellt rausgespielt. Ja, sollte heute leider nicht sein. Ich glaube, dass das eher das Ding, dass wir den Gegner stark gemacht haben, dadurch, dass wir ein bisschen ungenau waren. Wir waren gemeinsam vor der Kurve jetzt gerade mit der Mannschaft. Es gab in der Stehhalle großen Applaus, es gab auch von der Westkurve großen Applaus. Ihr wurdet gefeiert wie nach einem Heimsieg gefühlt. Nicht ganz so, aber trotzdem ist es der Bonus, den ihr euch mit den ersten zwei Spielen bei den Fans erarbeitet habt, dass heute keiner gepfiffen hat, es gab nur Applaus. Ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft versuchen, die Tugenden auf den Platz zu bringen, die halt einfach im Fußball gefragt sind. Wir versuchen trotzdem zu kämpfen, uns in die Zweikämpfe reinzuhauen, viel zu laufen. Heute war es fußballerisch vielleicht nicht so gut. Und, ja, wenn das trotzdem anerkannt wird, auch wenn das Ergebnis heute nicht gestimmt hat, dann ist es trotzdem ein schönes Gefühl. Letzte Frage, englische Woche, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter, ihr müsst jetzt nach Sandhausen, Zweitliga-Absteiger, das wird jetzt wahrscheinlich einfach jetzt mit einer Niederlage in den Knochen für euch doppelt schwer. Ja, ich weiß nicht, ich glaube die Motivation ist einfach größer, um wieder Reaktion zu zeigen. Es wird ein schweres Spiel in Sandhausen, ein ekliges Stadion. Relativ klein, Sandhausen ist auch ein sehr unangenehmer Gegner, würde ich sagen. Aber das ist halt einfach gefragt, dass wir jetzt nochmal eine Reaktion zeigen und dann einfach 3 Punkte mit nach Hause bringen. Das wünschen wir uns alle. Es ist sehr, sehr schön, dass hier die Reaktion genauso ist wie im Stadion. Also ich war schwer beeindruckt jetzt gerade vor der Kurve. Das ist nicht überall so, dass es da Applaus gibt. Du hast das richtig gesagt, das kommt ein bisschen auf die Art und Weise drauf an. Heute war ein bisschen Pech dabei. Wir hoffen natürlich nächsten Samstag, dass das Ganze wieder das Quäntchen Glück auf unserer Seite ist. Wünschen euch alles Gute, gute Auswärtsfahrt. Stoßen wir nach einer Heimniederlage gemeinsam miteinander an. Was sagt ihr? Okay, also wenn ihr das sagt, dann machen wir es natürlich gerne. Das ist gute Tradition hier. Deswegen, dann spielen wir es jetzt auch einfach runter auf die nächsten 3 Punkte in Sandhausen. Danke, dass du da warst. Trotzdem, ich glaube, natürlich ein emotional schönes Debüt. Alles Gute für die weitere Saison, lieber Marlon. Schön, dass du da warst. Und dann gibt es schönen Applaus hier und dann trinken wir noch.
Hat man auch noch nicht so oft nach einer Heimniederlage, dass hier so gefeiert wurde. Umso schöner, dass wir die besten Fans der Welt haben. Danke, dass ihr da seid. Nehmt gemeinsam Hack Up Show, es ist der Hack Up Show Fan Talk. Zur Hand, wir sagen auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost. Kommt's gut heim, unterstützt das Team richtig gut und lautstark in Sandhausen. Bis zum nächsten Heimspiel dann am 2. September zu Hause gegen Aue. Vielen Dank, dass ihr da seid.